Walter de Maizière, am 2. März 1940 geboren, Spross einer preußisch-hugenottischen Familie, in Berlin aufgewachsen, ein führendes Mitglied der Bundessynode der Evangelischen Kirche der DDR, Rechtsanwalt, auch in politischen Fällen, also jemand, der mitgewirkt hat an der Wende in der DDR, aber jemand, der auch Mitglied in einer der Blockparteien war. Heute Vorsitzender der CDU der DDR, Minister im Kabinett Modrow, jemand, der zäh ist, still aber zäh, Lothar de Maizière. Fühlen Sie sich noch als DDR-Bürger, Herr de Maizière, oder geht Ihr Empfinden schon im vereinigten Deutschland auf? Das ist eine schwierige Frage, weil sie gleich so auf die emotionale Mitte zielt. Ich fühle mich doch noch als DDR-Bürger. Und ich denke, dass dies auch notwendig und richtig ist, denn man kann nicht von einem Tag in den anderen in eine neue Identität schlüpfen. Man würde sich und seine Vergangenheit aufgeben und damit auch keine Zukunft gewinnen. Wird es nicht vielmehr noch so gar so sein, dass Ihnen, Sie werden in wenigen Tagen am 2. März 50 Jahre alt, das heißt, Sie haben 40 Jahre in der DDR gelebt, dass Ihnen, Ihren Altersgenossen im Land, den 10 Jahre älteren ohnehin, den heute 40-Jährigen wahrscheinlich auch schon, die DDR ihr Leben lang im Gemüt und in der Mentalität stecken wird? Ich denke, dass das so sein wird und ich halte das auch nicht für falsch, dass es so ist. Wir müssen uns, wenn es zu dieser Einigung kommt, einbringen, so wie wir sind und müssen auch versuchen, uns mit unserem So und nicht anders sein zu behaupten und durchzusetzen. Wenn die Einigung eine Chance für ganz Deutschland haben soll, dann eben auch, indem wir das einbringen können, was wir sind. Was werden Sie einbringen? Was glauben Sie, was die Mentalität des DDR-Bürgers, der DDR-Bürgerin von der Westdeutschen auf Dauer unterscheiden kann, auf lange Zeit jedenfalls unterscheiden kann? Gut, wie lange das hält, wird man sehen. Ich denke, zunächst müssen wir davon ausgehen, dass die bei uns gewachsene besondere Art von solidarischem Umgang miteinander uns im Wesen noch lange bestimmen wird. Und ich habe gehört, dass also auch viele sogenannte ehemalige DDR-Bürger in der Bundesrepublik sehr darunter leiden, dass diese Befindlichkeit dort nicht für sie nicht antreffbar waren und dass sie sehr stark den Kontakt untereinander pflegen, eben in Erinnerung an diese Art des Zusammenlebens. Wie weit diese Art der Solidarität nur Reaktion war auf eine gesellschaftliche Befindlichkeit und sich dann nicht mehr als notwendig erweist, wenn andere gesellschaftliche Verhältnisse herrschen, wird man absehen müssen. Aber ich fände es gut, wenn wir dies ein Stück weit hinüber retten könnten, nicht nur retten können, sondern vermitteln könnten und als Lebensgefühl also auch den westdeutschen Bürgern, sagen wir mal, nahe bringen könnten. Ich habe das vor einer Weile schon einmal gesagt, wenn sich zwei westdeutsche Bürger verabschiedeten und sagten, ich rufe mal an, dann war das die sicherste Methode, sich nicht anzurufen. Während bei uns war und ist, wenn man sagt, ich rufe mal an, dann ruft man auch an. Dann liegt einem an diesem Kontakt. Etwas gerne erhalten wollen oder erwarten, ob es sich auch erhält, das ist zweierlei. Mhm. Halten Sie für möglich, dass, wenn die Vereinigung geglückt ist, die Schwierigkeiten gemeistert, was immer das bedeuten mag, dass Ihnen was fehlen wird im Rückblick? Je mehr man festhalten kann, desto weniger wird einem fehlen, würde ich sagen. Wenn also bestimmte Dinge untergehen, eben diese Frage des solidarischen Umgangs miteinander oder die Fähigkeit zu improvisieren, die bei uns, glaube ich, sehr viel stärker ausgeprägt ist als in der Bundesrepublik, das mit Lebensgewohnheiten oder Lebenssituationen fertig werden, auch dann, wenn man sie als belastend empfindet. Je mehr uns dies gelingt, das zu erhalten, desto weniger wird uns fehlen. Aber Sie sahen natürlich, wenn es denn geglückt ist, und das ist die Frage nach dem Glücken, nicht? Wir werden darauf noch kommen. Haben Sie sich von Westdeutschen, die auf Besuch kamen, Sie haben schon eine gewisse
Flüchtigkeit im Umgang der Westdeutschen untereinander erwähnt. Haben Sie sich von Westdeutschen, die auf Besuch kamen, in ihren DDR-Existenzbesonderheiten verstanden gefühlt? Und haben Sie die Westdeutschen immer verstanden? Gut, also ich würde sagen, dass das Maß des Verstandenseins in der letzten Zeit eher zugenommen hat als abgenommen hat. Und zwar wechselseitig. Aber es hat natürlich in der Vergangenheit viele Erlebnisse gegeben, derart, dass man sich nicht verstanden fühlte mit seinen Gedanken, mit seinen Entscheidungen. Das liegt aber auch daran, dass die Entscheidungskonditionen von denen, mit denen man sprach, nicht erfragt wurden und insofern gar nicht die Frage stand, ob man eine andere Entscheidungsvariante hätte bevorzugen können oder nicht hätte bevorzugen können. Haben Sie sich von der Bundesrepublik, von den Westdeutschen in der Regel, Ausnahmen bestätigen die Regel, oft im Stich gelassen gefühlt? Ich glaube, dass da die Erwartungssituation, das in Stich lassen, hängt ja immer damit zusammen, ob man sagt, ich erwarte etwas von einem Bestimmten und wenn diese Erwartungshaltung nicht befriedigt wird, dann fühlt man sich in Stich gelassen. Und insofern kann ich sagen, ich habe mich nicht in Stich gelassen gefühlt, oder selten. Sie haben nicht viel erwartet. Weil ich auf dem Standpunkt stand, das, was wir zu leisten haben, müssen wir selber leisten. Politiker wollen und sollen gestalten, Herr de Maizière. Aber was kann ein DDR-Politiker derzeit noch anderes tun, als abzuwickeln bis zur Übernahme durch den reichen Vetter? Ich glaube, dass es nicht ganz richtig ist, dass es lediglich Verwaltungstätigkeit wäre, obwohl die Tätigkeit der letzten Wochen diesen Anschein in manchem aufkommen ließ. Ich würde es für die ungünstigste Lösung ansehen, wenn es zu einem Zusammenstürzen käme, sondern meine schon, dass man, solange man glaubt, Gestaltungsspielräume zu haben, diese auch nutzen muss. Nicht umsonst habe ich in der vergangenen Woche auf einer Pressekonferenz angekündigt und werde dies Mittwoch auch tun, dass wir dafür eintreten, die 49er Verfassung der DDR wieder einzuführen, um nicht nur nach den Wahlen von der Legitimation einer Wahl getragen zu werden, sondern auch vor einer Verfassungswirklichkeit zu stehen, die bestimmte Aussagen trifft, die man dann also auch in Verhandlungen einbringen kann. Wäre Ihnen wohler, wenn es langsamer ginge, langsamer gehen könnte mit der Vereinigung? Das ist die Frage nach dem, was man sich wünscht. Und ich habe also inzwischen gelernt, dass man in der Politik nicht nach dem Wünschbaren, sondern nach dem Machbaren sich richten muss. Wünschbar wäre manches schon, dass es mehr Gestaltungsräume noch gäbe und dass die Entwicklung ein solches Tempo hätte, dass man mit ordnenden Maßnahmen, aber auch mit seinem Gefühl und mit seiner Seele hinterherkäme. Was Sie nicht für ganz sicher ansehen? Nein, das sehe ich nicht für sicher an. Machbar, das ist so eine Sache. Als Machbarheit nicht prinzipienlos. Wird sich herausstellen. Im letzten Herbst haben alle Gruppen, die sich neu artikulieren konnten, und die etablierten Parteien ohnehin, die Vereinigung für eine langfristige, wünschenswerte, aber langfristige Sache angesehen. Und einige haben auch das gar nicht für wünschenswert angesehen. Inzwischen, nach im Grunde noch nicht einmal 3 Monaten, ist die breite Volksstimmung, aus welchen Gründen auch immer, so sehr auf eine schnelle Vereinigung umgeschwenkt, dass mit Ausnahmen, wenigen Ausnahmen, auch alle Politiker, auch Lothar de Maizière, inzwischen die möglichst schnelle Vereinigung anstreben. Wer macht da etwas? Machen da etwas die Politiker oder lassen sich die Politiker mittreiben? Zunächst möchte ich sagen, ist es richtig, wie Sie die Zustandsbeschreibung für den Herbst vorigen Jahres etwa vornehmen. Und das war nicht nur eine Zustandsbeschreibung hier, das war auch die Zustandsbeschreibung richtig. In der Bundesrepublik. Richtig. Denn wenn ich mir den 10-Punkte-Plan des Herrn Bundeskanzlers ansehe, stellte der sicherlich auch auf wesentlich längere Zeiträume ab.
obwohl keine zeitlichen Aussagen darin enthalten sind, aber ich brauche keine 10 Schritte, wenn ich meine, das in 2 Schritten tun zu können. Ich denke, dass im Wesentlichen die ökonomischen Rahmenbedingungen zu einer Beschleunigung des Prozesses beigetragen haben. Und ein weiteres, dass das Vertrauen eines Großteiles der Bürger nicht dahin geht, dass in so langsamen Schritten das, was sie sich wünschen, erreicht werden könnte. Und von daher sich das Empfinden eines breiten Teiles der Bevölkerung und auch ihr Handeln entfernt hat von dem, was politisches Denken ist. Und hier muss sich der Politiker, ich sage es wertfrei, unterwerfen. Sicherlich, wenn wir sagen, es muss eine Einigung so schnell als möglich, das heißt ja nicht so ungeordnet wie möglich, geben, ist das eine Reaktion auf diese Entwicklung, die so keiner voraussehen konnte und nicht vorausahnen konnte. Ich habe auch gemeint, dass die Strukturen stabiler wären, als sie sich nun erweisen im Laufe der Zeit. Ich glaube, dass die Widersprüche in einer Gesellschaft, etwa der der Bundesrepublik mit einem ständigen leichteren Hickhack, sich aber dann mehr auf einem Normalpegel einpegeln und daher ein höheres Maß von Stabilität erreicht wird. Wir hatten einen sehr pyramidalen Aufbau und habe den Eindruck, wenn man da unten 3, 4 Steine rauszieht, dann bricht die Pyramide in sich zusammen. Und das scheint so die Situation zu sein, die wir sowohl in der Wirtschaft als auch in der politischen Struktur partiell zumindest feststellen können. Jetzt sind wir bei dem noch gestalten können oder nur noch abwickeln noch einmal angekommen. Das sind wirre Zeiten, in denen wir leben, Herr de Maizière. Lassen Sie mich nun die Frage nach dem schnellen Vollzug des Zusammenschlusses einmal ganz und gar umdrehen. Was passiert denn, wenn es Wiedererwachten doch noch einige Zeit dauert, etwa weil es keine Verständigung über den militärischen Status Gesamtdeutschlands gibt? Läuft die DDR dann leer, bricht alles zusammen, entsteht eine Anarchie? Diese Frage des militärischen Status und darauf komme ich nachher. Lassen Sie uns, wenn Sie erlauben, bleiben bei, was passiert, wenn die Erwartung der Menschen betrogen wird? Ich denke, dass dann dieses Leerlaufen, was Sie ansprechen, erfolgen wird und dass damit die Chancen, in diesem Land etwas Vernünftiges aufzubauen, wesentlich geringer werden. Die große Chance, die wir haben, sind gute Industriestandorte und gut ausgebildete Menschen, die auch in der Vergangenheit ein hohes Maß an Arbeitsbereitschaft bewiesen haben, wo die Ergebnisse allerdings nicht adäquat sind und wo sehr schnell Handeln geschehen muss, das Hoffnung vermittelt. Und wenn dies ausbleibt, dann fürchte ich, wird dieses Auslaufen sich noch verstärken und damit die Chance für die Hierbleibenden täglich geringer werden. Der Altersbaum der Gesellschaft wird sich wesentlich verschlechtern. Es wird das Verhältnis zwischen produktiv und unproduktiv Tätigen immer schwerer ausgleichbar sein und ähnliche Erscheinungen mehr. Die Anpassung, die das untergegangene Regime seinen Bürgern aufnötigte, ist bekannt, obwohl man derzeit, will ich hinzufügen, in der DDR gelegentlich den Eindruck gewinnen kann, dass es Angepasste kaum gegeben hat, sondern nur Opfer auf dem Sprung zum Widerstand. Wie schmeckt Ihnen, Herr de Maizière, die Anpassung des Politikers im pluralistischen System? Die Anpassung an taktische Bedürfnisse, an Zweckoptimismus, den der Wahlkampf verlangt, an Volksstimmung. Das ist auch Anpassung. Zunächst zu dem ersten Teil Ihrer Frage. Es ist richtig, ich habe es dieser Tage in einem Artikel geschrieben, dass mancher sein gelegentliches Murren heute schon als lauten Widerstand begriffen haben möchte. Wenn wir so viele Widerstandskämpfer gehabt hätten, hätte es nicht zu lange gedauert. Also da bin ich schon anderer Auffassung. Ich glaube schon, dass ein sehr hohes Maß an Anpassung stattgefunden hat. Sie sprechen aber die zweite und auf mich zielende Frage der Anpassungsnotwendigkeit. Für Politiker, politische Funktionäre, auch Journalisten, für alle, die mit Öffentlichkeit zu tun haben.
Die Anpassung auch im pluralistischen System. An Wahlkampfoptimismus, an taktische Bedürfnisse, an Volksstimmungen. Wie schmeckt die? Ich denke, dass ein Politiker wohl die Pflicht hat, dem Wunsch und dem Willen einer Mehrheit der Bevölkerung zu entsprechen, wenn er das denn mit dem Begriff der Demokratie ernst meint. Bloß er muss dabei noch die Fähigkeit haben, er selbst zu bleiben und bestimmte Prinzipien für sich gelten zu lassen. Und würde meinen, wenn dieses so weit geführt wird, dass er über diese Schwelle hinausgeführt wird, dann sollte er seine persönlichen Konsequenzen daraus ziehen. Ich denke jedenfalls, dass es nicht klug ist, eine fremdbestimmte, mangelnde Selbstbestimmung nun durch eine selbstgewählte Fremdbestimmung einzutauschen. Dann wären wir eigentlich nicht um vieles gebessert, sondern dann müsste eigentlich noch die Scham dazukommen. Können Sie Ihre Prinzipien, an denen Sie nicht rütteln lassen wollen in Zukunft, können Sie die beschreiben, können Sie die benennen? Das ist sehr schwierig. Ich denke, dass das, was ich vorhin über eine besondere Form der Solidarität gesagt habe, also dass dies eines der wichtigsten Prinzipien wäre. Ich würde nicht mit ansehen wollen, wie besonders starke Hemdsärmeligkeit den Leistungsschwachen und Leistungsunfähigen in der Gesellschaft keine Chance lassen. Ich denke schon, dass wir in Zukunft zwischen Leistungsunwilligen und Leistungsschwachen genauer differenzieren müssen, als wir das möglicherweise in der Vergangenheit getan haben. Aber Leistungsschwache und Leistungsunfähige nun zu extremen Randgruppen der Gesellschaft an den extremen Rand zu drängen, das wäre eine Entwicklung, die ich nicht teilen könnte. Aber es gibt Sachzwänge. Was sagt Ihnen das Wort? Gut, sicherlich gibt es Sachzwänge. Bloß, denke, wenn eine Gesellschaft im Ganzen etwas bescheidener ist, dann kann also auch für die Schwachen mehr übrig bleiben. Haben Sie den Eindruck, dass die Entwicklung der letzten Wochen dafür spricht, dass Bescheidenheit ein vorherrschender Charakterzug der Menschen ist? Nicht unbedingt, nein. Aber man wird sicherlich auch manches, was sich bei uns in den letzten Wochen und Monaten getan hat, unter dem Gesetz des Pendels sehen müssen, nachdem bestimmte Befindlichkeiten und Situationen über Jahre hinaus eben so waren, wie sie waren, wird nun dieses Freigelassensein zunächst eine heftige Gegenbewegung in die andere Seite nehmen und man wird sehen müssen, ob man nicht, ich glaube nicht, dass das Pendel nun von alleine in die Mitte zurückschwingt, also, aber dass man dazu beitragen kann, dass es wieder in die Mitte führt, das glaube ich schon ist richtig. Haben Sie in den vergangenen Wochen gelegentlich, wenn Sie abends ins Bett gegangen sind, schlecht in den Schlaf gefunden, weil Sie bei Überprüfung Ihres Tagewerks sich selber noch mal kritisch bedacht haben, ob Sie in allen Punkten sich so verhalten haben, wie Sie sich am liebsten verhalten hätten? Oder ob Sie irgendwo Kompromisse schließen mussten, nichts gegen Kompromisse, aber Kompromisse schließen mussten, die Ihnen das Einschlafen erschweren? Nun gut, also das Letzte, ich schlafe in der letzten Zeit 4 Stunden und wenn ich ins Bett falle, falle ich meistens so rein, dass ich wie ein Stein schlafe. Aber Sie wissen, wonach ich frage. Ich weiß, wonach Sie fragen. Und ich weiß auch, was Sie mit dem Kompromiss meinen. Ich bin Anwalt von Haus aus und habe bei meinem Vater gelernt, dass der magerste Vergleich besser als der fetteste Prozess ist. Aber es gibt Grenzen der Kompromissbereitschaft und ich wäre unehrlich, wenn ich nicht sagen würde, es hat Kompromisse gegeben, die mir im Nachhinein nicht gefallen haben. Oder es gibt ja so Lebenssituationen, wo man noch 3 Tage später rot wird, wenn man daran denkt, dass man sie durchlebt hat. Und solche gibt es auch. Können Sie einen nennen oder wollen Sie das lieber nicht tun?
Da müsste ich jetzt also, glaube ich, sehr viel länger nachdenken und forsten. Ich denke, dass das Eingeständnis, dass man einer Politik schuldig werden kann, ausreichen müsste. Immerhin, Sie haben sich jüngst der Volksstimmung, jedenfalls jener, die vor allem zu hören war, nicht angepasst. Sie haben als Minister durch Vermittlung zwischen Staat und Kirche dazu beigetragen, dass Erich Honecker ein Unterkommen in einem evangelischen Pfarrhaus gefunden hat. Dazu habe ich zwei Fragen. Zunächst, hätten Sie es vorgezogen, wenn Sie ihn von dieser Sache verschont geblieben wären? Nein, ich habe also vermittelt, ist richtig. Ich habe in ein oder zwei Fällen, oder ich weiß nicht, ob es dreimal war, bestimmte Botschaften transportiert und also Gespräche befördert. Vermittelnd mitgewirkt? Ja. Und ich habe es eine legitime Aufgabe angesehen, die sich A, aus meinem speziellen Ressort ergibt. Ich bin also für Kirchenfragen zuständig. Und ich verstehe und habe es auch in der Vergangenheit so verstanden, Christentum so, dass man sich um den Armen und Schwachen kümmern muss, und zwar unabhängig davon, ob er fremd oder selbst verschuldet in diese Situation geraten ist. Und wenn wir dies aufgeben, dann geben wir einen unverwechselbaren Teil von uns auf, und dann dürfte ich mich nicht mehr Christ nennen. Wie war die Reaktion aus der Basis Ihrer Partei? Es hat zwei oder drei Tage bei uns im Haus sehr viele Anrufe gegeben, und das war nicht nur die Basis meiner Partei, sondern es waren merkwürdigerweise sehr viele ehemalige SED-Mitglieder, die sich also beschwerten, dass ich in der Weise tätig geworden wäre. Aber es hat auch aus der Basis meiner Partei Beschwerden diesbezüglich gegeben. Nun muss ich dazu sagen, dass ich Beschwerden oder emotionsgefärbte Äußerungen immer die Ablehnenden stärker äußern als die Zustimmenden. Die Zustimmung bleibt meistens draußen vor. Und wenn ich nun sagen würde, diejenigen, die sich nicht gemeldet haben, haben dem zugestimmt, dann habe ich eine gute Quote. Noch eine Frage in diesem Zusammenhang. In der Bundesrepublik sollen ehemalige Angehörige des Staatssicherheitsdienstes der DDR generell keine Rente erhalten, also unabhängig davon, ob ihre jeweilige Schuld gerichtlich geprüft und gegebenenfalls festgestellt worden ist. Halten Sie das für richtig, Herr de Maizière? Zunächst bin ich der Meinung, sollten die Bundesrepublikaner mit ihren Entscheidungen sich da oder sagen wir mal ihre Entscheidung zu treffen haben. Ich halte es auf Dauer nicht für richtig. Ich denke, dass wir nach der Wahl oder recht bald danach Schuld für die Vergangenheit personalisieren sollten, dass wir in einem rechtsstaatlichen Verfahren diese Schuld prüfen sollten, ob überhaupt vorhanden und ob in welcher Schwere und in welchem Ausmaße, und dass wir dann einen gesellschaftlichen Akt der Versöhnung, sag ich mal so, finden müssen, wenn wir miteinander hier leben wollen und leben müssen. Kollektivverurteilungen, das hat die Geschichte uns gezeigt, haben selten wünschbare Ergebnisse gebracht. Wenn Sie von Personalisierung der Schuld gesprochen haben, dann haben Sie damit die gerichtliche Überprüfung gemeint, nicht das Schaffen von Sündenböcken. Genau dies. Sie sind 1940 geboren worden, der Spross einer hugenottisch-preußischen Familie. Ihr Vater war, Sie haben es schon erwähnt, Rechtsanwalt. Ihre Mutter kam aus einem Elternhaus, das unter dem Nationalsozialismus zur opponierenden, bekennenden Kirche gehörte. Sie wuchsen, Herr de Maizière, ganz selbstverständlich in die evangelische Kirche hinein. Eine bürgerliche, eine gutbürgerliche Familie. Haben Sie jemals erwogen, ins bürgerliche Westdeutschland hinüberzuwechseln? Wenn Sie das so fragen, das ist fast so, als ob Sie nach einem Fossil fragten. So habe ich mich aber nicht verstanden. Ich hatte bis 1961, wenn ich es mal so sagen darf, keine Veranlassung zu sagen, dass ich also den Lebensraum, in dem ich lebte, verlasse. Für mich stand relativ früh fest, dass ich Musiker werden wollte. Ich konnte es werden, und ich bin der Meinung, dass man also ein Brahms in Hamburg oder in Leipzig so gut spielen kann, wie das technisch-musikalische Vermögen reicht, dass das also relativ wertfrei, der berühmte Elfenbeinturm, sich vollzieht. Eine Nische.
Gut, ich kenne Ihr Buch und kenne auch diese, gestehe allerdings, dass ich mich damals zunächst sehr geärgert habe über Warum den haben Begriff Sie sich der Nischengesellschaft. Gut, weil Sie bestimmte Lebenshaltungen und Verhaltensweisen auch von mir oder solche, die ich entwickelt habe im Laufe der Jahre, als Flucht vor der Wirklichkeit beschrieben haben. Und das lässt man sich nicht so sehr gerne sagen. In der Schule am berühmten Berliner Gymnasium zum Grauen Kloster eckten Sie an, weil Sie sich einem Diskussionskurs um den Grafiker und Maler Herbert Seidel anschlossen, in dem gesellschaftliche Fragen aus christlicher Sicht erörtert wurden. Mhm. Kein Widerstand, aber auch kein unauffälliges Mitschwimmen im Strom. Sie sind dann als 16-Jähriger 1956 in die CDU eingetreten. Warum? Und zunächst war mein Vater Mitglied der CDU und war dies also 1945 geworden. War also in, wo wir lebten damals nicht in Berlin. In Nordhausen, in Nordhausen wegen Evakuierungsfragen. Ja. Zum einen dachten wir und ich auch noch, dass 1956, dass die CDU mitgestaltende Kraft entwickeln könnte. Und ich gestehe es schon, ich dachte auch ein Teil, dann bin ich aus der Diskussion um diesen Diskussionskreis heraus. Danach hätte ich jetzt gefragt. Man hat Sie, obwohl Sie ein bisschen angeeckt waren, 1958 das Abitur machen lassen. Spielte also bei dem Eintritt in die CDU auch die Überlegung mit, Sie haben es eben eingeräumt, dass die Mitgliedschaft in der Blockpartei Sie schützen würde? Das ist etwas zugespitzt gesagt. Ja. Ich wollte vielleicht auch sagen, damit dass das, was wir dort tun, durchaus nichts ist, was nun also gesellschaftsgefährdend ist, sondern dass man sich also mit dem Nachdenken über die gesellschaftliche Befindlichkeit sehr wohl in ein gesellschaftliches Umfeld einbringen kann. Aber ich will nicht bestreiten, dass ein Stück Opportunismus dabei war. Was für Ideale sahen Sie damals in der DDR? Sie wollten ja, haben Sie eben erklärt, außer dem natürlichen Schutzbedürfnis, auch eine Chance zur Mitgestaltung gewinnen. Wissen Sie, in den 40er und in den 50er Jahren, bei Johanna war ich noch sehr kindlich, aber auch in den 50er Jahren, waren viele der Meinung, und dies wurde auch vermittelt, dass dies der richtigere Teil des Deutschland wäre. Und wenn ich sehe, welche Schriftsteller, Bildhauer, ähnliches, die in der Emigration gewesen waren, zurückkamen, und eben ganz bewusst nicht in die Bundesrepublik ging, sondern in den Raum der DDR ging, weil sie meinten, dort wächst ein neueres Deutschland, wenn man so will. So hat dies also auch eine gewisse Beispielwirkung gehabt. Wir waren damals Brechtianer und sahen auch beispielsweise die mangelnde Bereitschaft in der Bundesrepublik, sich mit der Zeit des Nationalsozialismus ernsthaft auseinanderzusetzen. Und doch wohl, dass dieses Land ein zweites Modell wäre, das man sehr wohl dagegenhalten könnte und müsste. Politiker in der DDR, Herr de Maizière, müssen heute noch schneller als ihre westlichen Berufskollegen ihre Worte von gestern und vorgestern schlucken. Also, die Zeitläufe sind so. Keine Nachlese in alten Zitaten, sondern jetzt gefragt und hier beantwortet. Was bedeutet Ihnen Sozialismus? Ja, das ist eine schwierige Frage. Sie ist, zunächst würde ich sagen, ist dieses Wort Sozialismus, und keiner von uns kommt dann vorbei, ein Stück unseres Lebens. Und zwar sowohl der real existierende Sozialismus, zu dem wir jetzt eine bestimmte Haltung haben und die eigentlich nur so sein kann, wie sie die meisten Menschen haben, die dem ablehnen. Und was vielleicht wichtiger ist, sie war ein Stück geistiger Befindlichkeit. Die Hoffnung, dass so eine Gesellschaft mit etwas gerechteren Verteilungsmustern aufzubauen sei. Diesen Idealismus haben Sie geteilt? Diesen Idealismus habe ich geteilt, ja. Wollen Sie ihn behalten? Ich habe da lange drüber nachgedacht und bin eigentlich zu dem Entschluss gekommen, dass wir
jahrelang in diesem Begriff Dinge versucht haben unterzubringen, die dieses Begriffes auch entbehren können. Aussagen vom christlichen Menschenbild her geprägt, müssen nicht das Wort Sozialismus haben, sondern müssen auf eigene Weise beschrieben werden. Und ich würde obendrein mich im Moment keinesfalls zu diesem Begriff bekennen wollen, weil ich nicht wieder erleben möchte, dass jemand einen Begriff für mich füllt und dann meint, es wäre der meine. Aber Sie müssen möglicherweise in Kauf nehmen, dass jemand den Begriff christliche Solidarität für Sie füllt, wenn er die Mehrheit hat. Und sagt, wenn du zu uns gehören willst, musst du den Begriff so deuten, wie wir es tun. Gut, bloß dann wird man sehen, ob man gleiche Fehler in seinem Leben zweimal macht. Was ist für Sie, Herr de Maizière, Mitläufertum? Verständlich, verächtlich, dem gewöhnlichen, schwachen Menschen, ohne Hochmut gesagt, angemessen, artüblich? Was ist Mitläufertum? Ja, das ist ein Mitläufertum, wenn es geschieht aus Vorteilsstreben und vordergründigem Vorteilsstreben. Dort hätte ich meine besonderen Schwierigkeiten damit. Und da hätte ich auch schon die Frage, ob man es als Mitläufertum beschreiben kann. Aber ich denke, dass man manchen Menschen nicht zumuten kann, jeden Tag die Auseinandersetzung zu suchen. Und dass mancher vielleicht auch von seinen Fähigkeiten und Gaben her nicht dazu geeignet ist. Also das Wort als Schimpfwort würde ich nur demjenigen vorhalten wollen, der echt in der Lage wäre und auch die Potenz dazu hätte, sich dagegen zu wehren. Sie konnten nicht Musiker bleiben, ein Nervenleiden im linken Arm. Schön, dass Sie es lokalisieren, nicht? Hat Ihre Karriere, ich habe versucht, mich gut vorzubereiten, ja. Hat Ihre Karriere beendet. Dann haben Sie im Fernstudium Jura studiert, sind wie Ihr Vater Rechtsanwalt geworden. Dann haben Sie mit Gregor Gysi, dem Vorsitzenden der PDS, der ehemaligen SED, im Berliner Anwaltskollegium zusammengearbeitet. Mhm. Was halten Sie von Gysi? Na, zumindest ist meine Meinung besser als die jetzt in breiten Teilen unserer Bevölkerung. Wir haben viele Jahre sehr guter und enger Zusammenarbeit gehabt und haben auch manches für eine Veränderung gemeinsam gedacht, wobei wir also unseren weltanschaulichen Ansatz, unterschiedlichen Ansatz. Sie duzen einander? Ja, sicherlich, ja. Das war, wir haben uns das ist keine Schande. Kollegium fast alle geduzt und also und das wäre also auch völlig fehlerhaft, dass ich Ihnen sagte, es wäre mir gerade mit Gregor schwer gefallen, mich zu duzen. Durchaus nicht. Wir haben also, wie gesagt, viele Dinge gemeinsam gedacht, insbesondere im Bereich des Strafrechts und des Strafprozessrechts, wo wir die Möglichkeiten der Verteidigung, des Rechtes auf Verteidigung einmal als grundsätzliches Menschenrecht und die daraus abgeleiteten Rechte eines Verteidigers als wesentlich zu gering ausgeprägt sahen in unseren Rechtsnormen, insbesondere in der Strafprozessordnung. Und dort haben wir also immer wieder versucht, in bestimmten Situationen dies einzubringen. Das heißt, Gysi stand, so wie Sie ihn erlebt haben, durchaus auf der Seite derer, die in ihren bescheidenen Möglichkeiten, zum Beispiel als Verteidiger in politischen Fällen, das Beste zu machen versucht haben. Auch nach heutigem Maßstab. Das würde ich also nie bezweifeln wollen oder ihm in Abrede stellen wollen. Er hat Barrow verteidigt und hat über zwei Instanzen Freispruch beantragt, zu einer Zeit, wo dies sicherlich nicht einfach war. Es gibt, wie ich finde, eine hübsche Geschichte von Ihnen und Gregor Gysi über zwei Interviews. Eins, das er gegeben hat, dem Neuen Deutschland, und eins, das Sie gegeben haben, der Berliner Zeitung. Im Herbst 1988. Ich wäre Ihnen dankbar, Sie würden die Geschichte erzählen. Ja, das ist richtig. Das war eine ganz amüsante Situation. Ende August 1988 gab Gregor Gysi ein Interview dem Neuen Deutschland, wo es um Stellung und Aufgaben des Rechtsanwalts ging. Im Zuge der internationaler werdenden Menschenrechtsdiskussion stand natürlich auch die Frage nach dem Recht auf Verteidigung und der Stellung eines Anwalts im System. Und dort hat er sie a. beschrieben und b. bestimmte Erwartungshaltungen gesetzgeberischen Handelns für die Zukunft artikuliert und
ohne dass es mit ihm abgestimmt worden wäre, hat man also bestimmte Passagen, die ich auch kannte, gestrichen. Und wenig später trat die Berliner Zeitung an mich heran und wollte auch ein Interview haben. Zum selben Thema? Zu einem vergleichbaren Thema, vielleicht mehr so Berliner Anwalt zum Anfassen, während Neues Deutschland mehr so die große globale Linie beschrieben haben wollte. Und ich wusste ziemlich genau das, was man da im ND so beschwerlich gefunden hatte und habe das also... An dem Gysi-Text. An dem Gysi-Text und habe also zumindest dieses Gedankengut, das ja gemeinsames war, oder gemeinsam gedacht, das war in meinem Interview untergebracht und zu meinem Erstaunen kam es auch, oder zumindest hatte ich auch vorher deutlich gemacht, dass das Essentiale wären, ohne die das ganze Interview nicht ginge. Empfehlen Sie, Sie haben gesagt, dass Sie es richtig fänden, wenn die DDR möglichst schnell zu ihrer Verfassung von 1949 zurückkehren würde. Jetzt einen Schritt weiter gedacht oder jedenfalls gefragt. Empfehlen Sie für ein vereinigtes Deutschland die Übernahme des Bonner Grundgesetzes oder eine ganz neue gesamtdeutsche Verfassung? Der Artikel 23 des Grundgesetzes sieht solche Möglichkeit ja zu. Dort heißt es, die Länder so und so und so und so und die Aufzählung folgt, haben für sich diese Verfassung beschlossen und in weiteren Ländern ist nach Beitritt diese Verfassung in Kraft zu setzen, ohne dass ich jetzt Anspruch auf wörtlich korrekte Zitat erhebe. Inhaltlich ganz korrekt. Empfehlen Sie die Übernahme des Bonner Grundgesetzes oder eine ganze neue Verfassung für das Vereinigte Deutschland? Wissen Sie, die Bundesrepublik hat ja in der Vergangenheit außerordentlich viel Politik gemacht mit der Präambel. Und dort steht ja so sinngemäß etwas, dass sich die Bundesrepublik dieses vorläufige Grundgesetz gibt, bis zu einem Zeitpunkt, in dem ein geeintes Deutschland in freier Selbstbestimmung die Verfassungsgrundsätze beschreiben könnte. Das heißt, und darauf zielt jetzt, der 146 auch ab. Jetzt wollen Sie die Bonner beim Wort nehmen, beim Sonntagswort. Wenn Sie immer von der Präambel gesprochen haben, sich darauf berufen haben, dann sagen Sie jetzt... Da sind ja ganze Urteile darauf gestützt worden. Dann sagen Sie jetzt, dann sollen Sie sich an die Präambel auch im Ganzen halten, nämlich dann gibt es eine neue Verfassung. Gut, und da wird sicherlich sehr viel grundsätzlich Bewährtes des Grundgesetzes aufzuheben sein. Aber wenn ich vorhin gesagt habe, dass wir uns mit unserer Vergangenheit und mit unserer Geschichte einbringen müssen, müssen wir auch bestimmte Dinge, die Ergebnis dieser Geschichte geworden sind, mit einbringen können und müssen. Und ich denke, dass es dann nicht ohne einige Korrekturen abgehen kann. Wie weit das praktisch ist, wie weit man die Situation des Konsenses, wie er sich 1949 ja ergeben hatte, wiederholen kann, das ist eine ganz andere Frage. Wie viel Kraft und Macht die DDR dabei hat, ist eine andere Frage. Auch. Bloß die 49er Verfassung, auf die ich anspreche, setzt ja einige Dinge, die also auch Ergebnis dieses geschichtlichen, bis dahin geschichtlichen Prozesses nach 1945. Also zum Beispiel die Bodenreform. Beispielsweise die Bodenreform. Dies halte ich für eine Situation, die entstanden ist im Ergebnis des Zweiten Weltkrieges und die, wenn man eine Befriedung unseres Landes erhalten will oder herstellen will, als Ergebnis der Geschichte zu respektieren haben wird. Welche Haltung generell wird eine von Ihnen geführte DDR-CDU einnehmen zur Frage der Wiederherstellung alten Eigentums an Grund und Boden, Häusern und Fabriken in der DDR? Einen Schlussstrich ziehen oder restituieren? Ich denke, das kann man nicht so pauschal sagen. Für die Bodenreform habe ich es gesagt. Das heißt, für die Bodenreform sind Sie der Meinung, einen Schlussstrich ziehen, es muss jetzt so bleiben, wie es ist? Genau so. Keine Wiederherstellung alten Bodeneigentums in der Landwirtschaft? Ja, ich bin der Meinung, dass diejenigen, die 45 Jahre oder auf diesem Boden gesät haben, auch weiterhin ernten sollen. Etwas anderes wird es sein müssen hinsichtlich solchen Eigentums, das aufgrund bestimmter Rechtsvorschriften, die sich also auch schon zum Zeitpunkt ihres Erlasses mit DDR-Verfassungswirklichkeit nicht deckten, umgegangen wird. Beispielsweise das Eigentum
der widerrechtlich Verzogenen, unter welchen Umständen dies als Eigentumssituation und Eigentum noch zu betrachten ist. Wobei da die besondere Schwierigkeit besteht, dass ja dieses Eigentum vielfach gutgläubig in das Eigentum neuer Besitzer übergegangen ist. Und dort wird man prüfen müssen, inwieweit ein Gutglaubensschutz gewährleistet werden kann. Und ich würde dort dem Gutglaubensschutz einen wesentlich stärkeren Vorrang geben wollen als alten Eigentumsrechten. Im Zweifelsfalle eher für den neuen Eigentümer. Im Zweifelsfall eher für den neuen Eigentümer. Zumal ja die meisten Menschen, die auf diese Weise ihr Eigentum oder ihren Besitz los wurden, Eigentum, ja, das wäre ja die Frage, die strittig wäre, in der Bundesrepublik Lastenausgleich empfangen haben und nun meinen, sie könnten unter Zurückzahlung der Beträge, die vielleicht bei den 15 Jahren festgesetzt wurden und auch auf dem Kraft des Geldes von damals beruhten, was ja heute dann wahrscheinlich 30.000 Mark zurückzuzahlen wesentlich leichter ist, als was man mit 30.000 Mark damals erwerben konnte, nun die Ansprüche wieder aufleben zu lassen. Meinen Sie, dass Sie mit dieser Einstellung zur Regelung der Eigentumsfrage eine Mehrheit in der West-CDU finden? Das weiß ich nicht, aber ich werde ja zunächst meine Meinung haben dürfen dazu. Und ich glaube, dass in diesen Fragen auch alleine politische Erklärungen nicht als ausreichend angesehen werden könnten, sondern dass man dort also auch eine Absprache mit möglicherweise denen, die darüber zu befinden hätten. Was nützt mir die politische Erklärung, wenn im ersten Anlauf das Bundesverfassungsgericht eine andere Haltung dazu bezieht und damit eine Lawine von eigentumsrechtlichen Komplikationen, Verwicklungen auslösen würde. Das war das, was ich vorhin sagte. Es wird also eine ganze Reihe von Übergangs- und Harmonisierungsbestimmungen geben müssen, die verhindern, dass die Menschen hier in unserem Lebensraum in der DDR die Benachteiligten sind gegenüber solchen, die mit nun sehr viel stärkerer und größerer wirtschaftlicher Kraft auf einen für sie meinen neuen Markt drängen. Hand aufs Herz, Herr de Maizière. Denken Sie, dass das mehr als eine gute Absicht werden kann, was Sie da formulieren? Tja, Sie haben natürlich recht, dass Sie sagen, dass man, und da sind wir wieder bei dem Wünschbaren und bei dem Machbaren angelangt, was ich vorhin gesagt habe. Und das Machbare hängt eben auch oft mit dem Verhandlungskapital, mit der Macht zusammen, die man hat. Deswegen wird man zumindest nicht aufhören müssen, dieses abzumahnen. Aber ich fände es schon richtig, wenn wir dort Regelungen finden. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch ein bundesrepublikanisches Interesse wäre. Denn wenn ich nun dies nicht sicherte, dann würde der Erfolg eintreten, dass eben noch ein paar Tausend mehr den Weg in dann westliche Länder eines geeinten Deutschlands nehmen. Und ob diese Fastvölkerwanderung ein wünschenswertes Ergebnis ist für die heutigen Bundesbürger, das wage ich zu bezweifeln. Welchen sicherheitspolitischen Status soll ein vereinigtes Deutschland haben? Ein bisschen NATO, ein bisschen entmilitarisierte Pufferzone, also NATO-Truppen bis zur Elbe, keine NATO-Truppen zwischen Elbe und Oder? Oder Ausdehnung des NATO-Bereichs bis zur Oder, ohne dass dort unbedingt auch Truppen stehen müssen? Welchen Status? Das ist die schwierigste Frage, mit die schwierigste Frage, die ich in diesem Einigungsprozess sehe. Und ich glaube, wo da auch auf allen Gebieten noch am wenigsten konzeptionell zu erkennen ist, weil wir 10 Jahre oder länger, seit 75, seit KSZE, dieses Problem immer gesehen haben als eingebettet in die Schaffung einer europäischen Friedensordnung. Und ich denke, dass dieses Ziel keinesfalls aus dem Auge verloren gehen darf, dass dieses also eine Frage der Schaffung einer europäischen Friedensordnung ist. Aber noch im Herbst konnte man ja denken, dass der deutsche Prozess und der europäische Prozess miteinander harmonisierbar wäre, auch was das Tempo anbelangt. Dies ist offensichtlich nicht mehr der Fall. Und man kann natürlich hoffen, dass nun die sehr viel schneller drehende deutsche Bewegung als kleines Zahnrad das große Zahnrad auch schneller bewegt.
Aber es wird daher Übergangsmodelle zu einer solchen Friedensordnung geben müssen. Kann ein vereinigtes Deutschland in der NATO sein? Nach Ihrer Vorstellung? Ja, ich denke, man wird so eine, wenn auch zunächst sehr unlogisch erscheinenden Übergangsmodelle mit halbe-halbe oder sowas geben. Ein bisschen Schwangerschaft. Ein bisschen Schwangerschaft, ja. Ich weiß keine andere Lösung. Herr Genscher hat eine Möglichkeit beschrieben. Ich halte es im Moment nur für eine denkenswerte Möglichkeit. Stoltenberg, der Verteidigungsminister in Bonn, hat eine andere, davon eigentlich doch sehr scharf abweisende beschrieben, Stoltenberg, CDU, nämlich den Geltungsbereich des NATO-Vertrages auf die ganze, also auch auf die DDR auszudehnen. Und nach Möglichkeit auch NATO-Truppen hier zu haben, was schwer vorstellbar ist als etwas, das die Sowjetunion akzeptieren kann. Das halte ich also nicht für akzeptabel und es stellt auch bisherige Theorien meines Erachtens nach sehr stark in Frage. Denn wenn ich bisher der Meinung war, dass das Verhältnis ausgewogen wäre und dieses Gleichgewicht des Schreckens oder der Abschreckung ein vernünftiges und so zu gestaltenes wäre, dann kann ich nicht plötzlich die Meinung vertreten, unter Einverleibung eines nicht ganz unwesentlichen Teiles eines bisherigen Bündnissystems würde dieses Gleichgewicht noch immer in gleicher Weise gewahrt bleiben, wenn ich auf die eine Waage mehr drauf tue und von der anderen etwas wegnehme, wird man nach der Stellung des Waagzeigers fragen müssen. Ihre Frau, Herr de Maizière, ist Oberschwester an der Charité. Sie haben drei Töchter, zwei davon im wahlberechtigten Alter. Drei Enkel. Und drei Enkel. Auch Töchter, denke ich. Enkeltöchter. Was vermuten Sie? Werden Frau und Töchter CDU wählen? Ich denke, dass sie unterschiedlich wählen werden. Aber nach dem, was man wählt und wie man sich da verhält, sind wir allzu lange gefragt worden. Ich werde nicht fragen. Erlauben Sie mir eine letzte Frage, die zu stellen schier unerlaubt ist für den privilegierten Westdeutschen. Seit 1985 gehören Sie zur Bundessynode der Evangelischen Kirche in der DDR. Sie haben in dieser Funktion maßgeblich an Texten mitgewirkt, die zur Wende in der DDR erheblich beigetragen haben. Sie haben als Rechtsanwalt das Ihnen Mögliche getan in der Verteidigung von politischen oder quasi-politischen Fällen. Dennoch, rückblickend nach Ihrer eigenen Einschätzung, haben Sie genug und haben Sie früh genug getan, was getan werden musste? Das ist eine Frage, die jeder für sich zunächst selbst beantworten muss und dann überlegen muss, ob wir so öffentlich beantwortet. Aber ich würde schon ein tapferes Nein sagen wollen. Also nicht genug und nicht früh genug? Ja, insbesondere letzteres, nicht früh genug.